Der Widerstand versucht, Zellen außerhalb von Montrose zu kontaktieren. Es ist schwer zu sagen, was außerhalb der Mauer geschieht, aber laut unseren KVA-Quellen werden mehrere Patrouillen vermisst. Und jene, die überlebt haben, berichten nur Schreckliches. Nach dem EMP, als das elektronische Netz, das uns bewahrte, zusammenbrach, verfiel unsere Nation ins Chaos. Ich erinnere mich an diesen ersten Winter, in dem die Verzweiflung über das Land fegte. Die Nahrung wurde knapp und die Menschen fielen übereinander her. Viele hinter der Mauer denken nur noch an ihr eigenes Überleben. Wenn sie es mit diesen Menschen zu tun bekommen, dann denken sie daran, dass sie unberechenbar sein können. Seien Sie vorsichtig da draußen. Dies ist die Stimme der Freiheit. Warte hier, Hawk. Diese Jungs sind nicht gerade in Koreaner vermarkt. Können wir ihn trauen? Dun hat das angeordnet. Er wusste, mit wem er es zu tun hat. Sieh mal einer an. Was haben wir denn hier? Connor, scheiß Morgen. Haben gehört, die Norks hätten deinen Arsch gehängt. Sie versuchen's immer weiter. Also, wo ist der Healy? Wo ist Boone? Er ist tot. Ach, scheiße. Schätze, der Deal ist geplatzt. Hör zu, Arschloch! Denk nicht mal dran, uns zu verarschen! Hey, hey! Komm schon, hilf mir! Wir kämpfen den gleichen Kampf! Ich sag dir was. Ich nehm die Schlampe und das Narbengesicht, das sich hinten versteckt, und du darfst ohne Kugel im Kopf gehen. Ich denke, du kommst bei dem Deal schlechter weg. Schau auf meine Stellung! Gib dir Deckungsfeuer! Und jetzt? Wir gehen nicht ohne diesen Helikopter! Wir können froh sein, wenn wir überhaupt wegkommen! Es sind Amerikaner! Sie sollten doch auf unserer Seite sein! Nein! Diese Typen sind durchgeknallt! Sie sind auf keiner Seite! Versucht, sie lebendig zu erwischen! Die Koreaner zahlen mehr, wenn sie noch zappeln! Kontakt! Nimm das, du Mistkerl! Achtung, Granate, los! Säubert das verdammte Haus! Auf der Windmühle! Fenster, erster Stock! Schieß den Penner aus der Windmühle! Steh unter schwerem Beschuss! Er ist erledigt! Erledigt! Gib mir Deckung! Auf Deckung! Lass es ab! Alle mir nach! Jacobs, da, beim Zaun! Hier rüber! Nicht schießen, bevor ich das Kommando gebe. Aber wenn ich es tue, dann nicht zögern. Mir nach und leise sein. Wie ist der Plan? Die haben den Helikopter irgendwo versteckt. Wir schleichen uns durchs Lager und klauen ihn. Die müssen wissen, dass wir hier sind. Das bezweifle ich. Der Klang von Schüssen ist hier in der Gegend ziemlich normal. Wir wissen zwar nicht, wie viele es sind, aber diese Typen sind bereit für den Weltuntergang, seit sich alle wegen des Millennium-Bugs in die Hose gemacht haben. Die sind schwer bewaffnet und völlig durchgeknallt. Wir müssen so nah an den Helikopter ran wie möglich, bevor sie kapieren, dass wir hier draußen sind. Sichert eure Waffen, bis ich was anderes sage. Wenn die uns sehen, ist die Mission vorbei. Da geschossen. War wohl wieder eine Nordpatrouille. Der Captain will niemanden beim Helikopter sehen. Wir haben einen Heli? Klar. Im Hof hinter der Kirche. Noch nie gesehen? Ich gehe da nie hin. Hab gehört, da sind koreanische Scharfschützen. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Jetzt! Über die Straße! Los! Durch das Feld! Schnell, bevor er zurückkommt. Unten bleiben. Sie dürfen uns nicht sehen.
Da ist ein Scharfschütze bei der Windmühle. Er wird uns entdecken, wenn wir ihn nicht ausschalten. Jacobs, wenn du freie Sicht hast, dann schieß. Das Gewehr hat ein Zielfernrohr. Setz es ein. Keine Bewegung, ihr Penner! Wir wissen zwar nicht, wie viele es sind, aber diese Typen sind bereit für den Weltuntergang, seit sich alle wegen des Millennium-Bugs in die Hose gemacht haben. Die sind schwer bewaffnet und völlig durchgeknallt. Wir müssen so nah an den Helikopter ran wie möglich, bevor sie kapieren, dass wir hier draußen sind. Sichert eure Waffen, bis ich was anderes habe. Wer hat da geschossen? Wenn die uns sehen, ist die Mission vorbei. Der Captain will niemanden beim Helikopter sehen. Wir haben einen Heli? Klar, im Hof hinter der Kirche. Noch nie gesehen? Ich gehe da nie hin. Hab gehört, da sind koreanische Scharfschützen. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Jetzt, über die Straße, los! Durch das Feld! Schnell, bevor er zurückkommt! Unten bleiben, sie dürfen uns nicht sehen. Bewegung, ihr Penner! Wir wissen zwar nicht, wie viele es sind, aber diese Typen sind bereit für den Weltuntergang, seit sich alle wegen des Millennium-Bugs in die Hose gemacht haben. Die sind schwer bewaffnet und völlig durchgeknallt. Wir müssen so nah an den Helikopter ran wie möglich, bevor sie kapieren, dass wir hier draußen sind. Sichert eure Waffen, bis ich was anderes habe. Wer hat da geschossen? Wenn die uns sehen, ist die Mission vorbei. Der Captain will niemanden beim Helikopter sehen. Wir haben einen Heli? Klar, im Hof hinter der Kirche. Noch nie gesehen? Ich gehe da nie hin. Hab gehört, da sind koreanische Scharfschützen. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Jetzt, über die Straße, los! Durch das Feld! Schnell, bevor er zurückkommt! Sie dürfen uns nicht sehen. Halt, da ist ein Scharfschütze bei der Windmühle. Er wird uns entdecken, wenn wir ihn nicht ausschalten. Jacobs, wenn du freie Sicht hast, dann schieß. Das Gewehr hat ein Zielfernrohr. Setz es ein. Zielentfernung etwa 70 Meter. Du musst treffen. Guter Schuss. Okay, gehen wir weiter. Halt, halt! Wartet, bis sie weg sind. Ich kann nicht hinkommen. Die spielen mit ihm. Oh, Scheiße! Oh, ganz toll. Und was sollen wir jetzt den ganzen Tag machen? Das ist nicht richtig. Wir töten nicht das Vergnügen. Wir lassen sie einfach weitergehen. Scheiße. Wie ist Boone nur an diese Typen geraten? Ich weiß es nicht, Hob. Und ich will es auch gar nicht wissen. Okay, alles klar. Weiter zu dem Traktor. Wartet. Alle mir nach. Los. Leise jetzt. Okay, gehen wir. Schneller, du verdammtes Stück Scheiße! Wenn die Batterien nicht bis Sonnenuntergang geladen sind, okay, reiß ich euch persönlich das Fleisch vom Rücken. Brianna, übernimm den Typen, der den Ausgang blockiert. Was sind Amerikaner, Connor? Das hatte ich mir anders vorgestellt. Möchtest du hier lebendig rauskommen oder nicht? Okay. Jacobs, ausschalten. Und tschüss. Wer ist hinüber?
Los, alle in die Garage. Ich höre einen Helikopter. Da, koreanische Aufklärungshubschrauber. Was machen die hier draußen? Ob die wohl unsere wegen hier sind oder wegen denen? Ich weiß es nicht, außer sie wollen, dass er weg ist. Junge, habt ihr das gesehen? Das wird ein kurzer Flug, wenn wir diese Raketenwerfer zurücklassen. Okay, gehen wir zu diesem Fanghaus. Die Nords lernen es nie. Meinst du, diese Widerstandstypen sind die, von denen Tokyo Rose gesprochen hat? Die Koreaner bieten eine Belohnung. Sie schicken eine Patrouille. Was willst du mit einer Belohnung machen? Wir müssen die Straßen reiten. Gar nichts wert. Hoffen wir, dass sie die Sauerei beim Tor nicht entdecken. Sollen wir uns wenigstens das Wrack mal ansehen? Und los. Das wird morgen immer noch da sein. Ja, ja. Und die guten Sachen werden bis dahin weg sein. Gibst du jetzt oder nicht? Halt! Wache! Fenster im ersten Stock. Wir werden entdeckt, wenn wir rüber wollen. Ausschalten. Nur noch ein Stückchen, Kim, dann kannst du aufhören. Hey Leute, seht euch das mal an! Immer langsam! Wir kommen schon! Hey, was macht ihr da? Wir lassen den Nord sein eigenes Grab schaufeln. Okay, wer erschießt ihn? Ich mach's. Oder wir erschießen ihn nicht, sondern begraben ihn lebendig. Hab ich aufhören gesagt? Grab weiter! Was ist denn jetzt? Wie ich schon sagte, diese Typen sind durchgeknallt. Wir müssen hier weg. Da oben. Noch eine Wache im ersten Stock. Wir müssen durch das Haus. Durch das Fenster. Messer raus, Jacobs. Mach es leise. Hast du eine Kippe? Nur gefälschte. Verdammte China-Scheiße. Wenn ich Karton schmecken will, dann rauche ich einen verdammten Karton. Freu dich, dass du überhaupt was hast. Dodson hat letzte Woche eine Packung mit Durchschuss bekommen. Der Nork-Wichser muss die in seiner Brusttasche gehabt haben. Hast recht. Danke, Mann. Hast du Feuer? Wenn du die Raketenwerfer nicht ausschaltest, schaffen wir es nicht mal in die Luft. Gehen wir. Wir warten, bis du ihn ausgeschaltet hast. Weg von der Straße, den Fluss entlang. Wie weit noch, Connor? Wir müssten ziemlich nah dran sein. Einfach zusammenbleiben. Dieser Ort bringt schlimme Erinnerungen zurück. Auckland? Ja. Irgendwelche Arschlöcher wie diese haben einfach jeden gelyncht, der auch nur im Entferntesten asiatisch aussah. Ich hatte Glück. Die haben nur mein Haus niedergebrannt. Tut mir leid. Der Krieg zeigt unsere schlimmste Seite. War eine schlechte Idee, hierher zu kommen. Was zum Henker? Wir müssen hier weg. Sofort! Falls du es vergessen haben solltest, wir haben kein Zuhause mehr. Wir müssen weiterziehen. Noch mehr Schüsse! Ich höre es. Leise sein ergibt jetzt keinen Sinn mehr. Der einzige Weg führt genau durch die Mitte. Entsichern! Ja! Kontakt! Da sind sie! Ich werde
Amerika! Wir müssen hier weg! Sofort! Falls du es vergessen haben solltest, wir haben kein Zuhause mehr. Wir müssen weiterziehen. Noch mehr Schüsse! Ich höre es. Leise sein ergibt jetzt keinen Sinn mehr. Der einzige Weg führt genau durch die Mitte. Entsichern! Er ist erledigt! Er ist erledigt! Da hinten! Da! Da! Er ist getroffen! Weiter! Ich sehe sie! Ich sehe sie! Er ist erledigt! Hab ihn erwischt! Da sind sie! Ja! Unter Beschuss! Hoffentlich haben die anderen nichts gehört. Scheiße, die haben den Absturz überlebt. Auf wen sollen wir schießen? Sag hier mal auch nochmal! Schießt auf alle. Sicher, weiter jetzt. Du hast ihn! Gefallen, tötet diesen Mistkerl! Unter schwerem Beschuss! Nimm das, du!
Ziel getroffen. Du hast mir nach. Das sollte das letzte Raketenwerferteam sein. Kommt, wir nehmen die Straße! Was ist mit den Patrouillen? Wir haben keine Zeit mehr. Da kommt noch ein Hubschrauber. Noch mehr Koreaner? Nein, ein Späh-Hubschrauber. Wir brauchen Deckung, um wenigstens in die Nähe des Hubschraubers zu kommen. Ja, der ist schwer bewacht. Von diesem Glockenturm aus müsstest du alles sehen können. Sieht nach der perfekten Stelle für dich aus, Jacobs. In Ordnung. Rihanna, Hopper, kommt mit. Wir spähen voraus. Jacobs, klettert den Glockenturm hoch und überwach alles. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Aber er wird zu stark bewacht. Wir müssen ihre Reihen erst ein bisschen ausdünnen. Jacobs, ich sag deine Ziele an. Nicht schießen. Ich sag dir, wann du schießen sollst. Connor, bleib wo du bist. Da kommt dein LKW. Ein Scharfschütze auf den Silostegen. Warte noch. Jacobs, schieß jetzt. Okay, Rihanna, geh weiter, sobald Jacobs den Typen beim Lagerhaus erledigt hat. Oh, Scheiße. Neues Ziel, Jacobs. Genau neben mir ist einer. Hol ihn dir. Er kommt auf uns zu. Nur noch ein Stückchen. Mach ihn alle. Okay, alles klar. Los. Connor, einer kommt auf dich zu. Ich glaube nicht, dass er dich gesehen hat. Bleib da.
Jacobs, schalt ihn aus, wenn er hinter dem roten Truck ist. Warte, bis er beim Truck ist. Dann drück ab. Einer noch. Knall ihn ab. Okay, alle zum Truck. Wartet, wir gehen durch. Connor, nicht schon wieder! Jacobs, hilf mir!
Jacobs, jetzt! Wir werden überrannt! Erledigt sie! Macht keine Gefangenen! Okay, du Held der Lüfte. Dazu bist du hier. Aber nein. Unter schwerem Wir hoch! Sie sind über uns! Das reicht als Checkpoint-Flug. Bring uns in die Luft. Gute Arbeit, Leute. Papa, hast du ein Signal? Der Konvoi ist gerade außerhalb von Carson City. Unterwegs nach Westen. Na, dann schnappen wir uns diese Tanker. Thank you.